emotional Störende weg. Die telemediale Lebensschule ist auch ein Experiment des Spürens und des Erlebens. Und manchmal sind Gefühle ganz interessant. Eine Minute. Komm mal mit. Nein, du musst nichts sagen. Was anderes. Komm mit. Komm mit. Ich reiche dir die Hand. Komm. Ich möchte gerne den Platz mit dir tauschen. Komm. Ich will mal dein Gefühl hier erleben. Bitte, bitte. Bitte, die warten jetzt alle auf uns. Ich will ja nur den Platz tauschen. Eine Minute. Gar nichts sagen. Eine Minute. Doch, das geht ganz leicht. Ich passe gleich hinterher. Ja, ich auch. Weil das ist genau das. Ich spüre das. Ich muss das jetzt tun. Ja, ich kann. Das kann. Ich reiche dir die Hand. Ich reiche dir die Hand. Komm. Wie schwer ist so ein Stuhl? Komm. Steh erst mal auf, bloß aufstehen mal. Wie schwer klebt man so einen Stuhl? Aber ich hab Geduld. Wir machen das auch anders. Nein, ich wollte ja nicht, dass ihr am Tisch dabei bleibt. Mhm. Sondern nur ein Gefühl. Es geht ja nur um ein Gefühl, schon um das Gefühl jetzt. Mhm. Denn mir geht es jetzt voll immer besser, wenn ich hier stehe. Also, das ist meine Arbeit, mit all diesen Themen mich zu befassen und Unterricht geben, Vorträge geben. Also das ist gut, wenn ich hier stehe. Ja. Ah, das war's. Also es wirkt. Deine Nervosität, deine Angst überträgt sich auf mich dort auf den Stuhl. Mhm. Und wenn ich jetzt hier stehe, ist schon besser, das ist noch nicht gut. Aber ich habe hier einen starken Druck. Was passiert bei dir? Steh mal auf. Traust dich aufstehen. Ist zu arg, ja? Ist zu arg. Heinze, mehr Disziplin auf dem Bordfunk, bitte. Für alles. Ne? Die machen sich lustig hier an der Bildregie bei uns. Ne? Die lachen sich da ein. Ich habe hier so einen Druck gehabt. Ihr habt natürlich das Parknummer von ihr. Und ich wollte den Blickkontakt, wo ich dann bei der Andrea stand, habe ich gemerkt, in meinem Gefühl verändert sich was. Und das wäre für mich so ein Genuss gewesen, wenn jetzt die Andrea eine Minute mit mir der Stuhl tauscht hätte. Dass ich mal souverän mich in ihre Lage versetzt habe und das von außen angucke und mal erlebt hätte, wie sie steht, wie sie hier sitzt, dass ich mal das Gefühl erlebt. Aber dann habe ich gespürt, das war jetzt schon arg für sie. Ja. Aber das ist eben, das ist genau die Idee von der telemedialen Lebensschule. Die ist da drin, weil nur jetzt hat man das Gefühl, sonst hat man das nicht. Und genau von dem Gefühl zu sprechen, was im Hier und Jetzt passiert. Manche Leute, die generieren 10 Jahre lang einen Zustand, damit sie ein Gefühl bekommen. Gerade die Künstler, also die Musiker. Was ich alles getan habe, dass ich mal dort auf der Bühne stehe oder dass ich mal das haben konnte. Und dann ein Gefühl zu erleben. Manchmal haben wir wahrscheinlich schon Inkarnationen lang Sachen vorbereitet, dass man genau diesen Augenblick heute erlebt. Und man dann merkt,